Der Notruf eines kleinen Mädchens aus einem Park in Köln-Nippes beginnt für Karin Kippels und ihre Kollegin Michelle Burg zunächst mit einer tierischen Überraschung. Hallo, der Rettungsdienst! Wo ist hier? Da ist hier. Bei der Leitstelle ist ein Notruf eingegangen von einem kleinen Mädchen, was in den Park gerufen hat, dass es ihrem vierjährigen Brüderchen nicht so gut geht. Ja, wir sind natürlich bei höchster Eile direkt dorthin gefahren. Ja, und sind sehr überrascht worden, was wir dort vorgefunden haben. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Hallo. Wie heißt du denn? Mia. Mia. Sag mal, ist das Rudi? Ja. Okay, was hat Rudi denn? Der geht's nicht gut. Was heißt denn, dem geht's nicht gut? Was hat Rudi denn gemacht? Der Hallo, muss Rudi. Sich übergeben. Okay, und wie geht es dir? Mir geht's gut. Dir geht's gut. Sag mal, bist du ganz alleine hier mit Rudi? Ich wollte eigentlich mit meinem Bruder mein Picknick machen. Und wo ist dein Bruder? Einer Bruder, der wollte den Opa holen, um Hilfe zu holen, wegen dem anderen Bruder. Und was heißt denn wegen dem anderen Bruder? Dem geht es auch nicht gut. Guck mal, da geht ein Handy. Guck mal. Soll ich mal schauen? Ja, mal gucken. Gehst du mal da dran? Geh da mal ein bisschen dran. Ja? Hallo, Mia? Dem Rudi geht's dem, dir? Mir geht's gut, aber dem Rudi geht's gar nicht gut. Wer ist das jetzt? Was mit dir? Wie geht's das dir? Ist mein Bruder. Mir geht's eigentlich ganz gut, aber dem Rudi nicht. Warte, mir. Hallo? Nicht auflegen! Nein, stopp! Moment! Hallo! Nicht auflegen! Hallo? Lukas? Lukas, bleib dran! Hey, nicht auf... Nein! Mia, Schatz, was ist denn los? Sind Sie die Eltern? Ja, wir sind die Eltern, ja. Wir sind Sanitäter hier. Ich dachte, es geht nur Mia, Schatz, schlecht. Was ist denn los? Der 17-jährige Paul und sein 3 Jahre jüngerer Bruder Lukas wollten heute mit ihrer 8-jährigen Schwester picknicken. Den Jungen muss etwas zugestoßen sein, sonst hätten sie Mia niemals alleine gelassen. Glücklicherweise scheint das Mädchen keinerlei Beschwerden zu haben. Paul wollte Hilfe holen, weil es Lukas nicht gut geht. Und dann ist Lukas auch hinterhergegangen, weil er nicht zurückkam. Und jetzt kommen die nicht mehr. Aber Lukas hat gerade angerufen. Ja. Ja, und jetzt ist das Gespräch abgebrochen worden. Ihm geht's auch nicht gut. In welche Richtung sind die denn gegangen? So, wir gehen jetzt suchen. Weil das suchen. Ist ja, ich gehe damit suchen, dann bleibe ich bei mir, okay? Genau, bleiben Sie hier. Und Rudi, haben Sie eine Nahrungsumstellung gehabt oder irgendwie sowas? Was habt ihr denn gegessen, dass es Rudi nicht gut geht? Wir haben so viel Brot gehabt. Also ich sehe hier die ganzen Lebensmittel, aber das kann ich mir nicht erklären. Also ich könnte vermuten, dass das Schwein irgendwo krank ist und das übertragen hat. Schweinegrippe oder was? Ja, diese Influenza. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung. Ist das nicht sehr gefährlich? Der von der Leitstelle herbeigerufene Veterinär stützt den Verdacht. Grippeviren von Mensch und Schwein sind so ähnlich, dass eine gegenseitige Ansteckung möglich ist. Zudem schließen die Eltern eine Lebensmittelvergiftung definitiv aus, denn sie selbst haben den Picknickkorb für ihre Kinder gepackt. Handelt es sich tatsächlich um die Schweinegrippe, brauchen die Brüder schnellstens ein Antibiotikum. Lukas! Warte mal, da hinten. Was sind Sie denn? Wer sind Sie? Ich hab hier jemanden. Wen haben Sie gefunden? Bauchschmerzen. Gott sei Dank kam ein Mann um die Ecke und der hat um Hilfe geschrien und hatte diesen Bruder in dem Dickicht gefunden und so konnten wir dorthin eilen. Alter Schwede. Wo denn? Hier um die Ecke? Bleiben Sie mal hier, Sie gehen nicht weg. Ja. Da hinten. Michelle, komm. Ja, ich komm. Hey, bist du Lukas? Was ist los? Ach, hey. Komm mal hoch. Ganz vorsichtig. Ich weiß, das ist jetzt gerade ganz schlimm, aber können Sie eben auf Seite, dass wir eben schauen können? Lukas, oh mein Gott, gucken Sie bitte, ganz was? Ruhig. Alles gut. Machen Sie sich keine ganz Gedanken. Was, wo tut es dir weh? Bauchschmerzen, sehr stark. Okay, darf ich mal ganz, wenn ich hier drauf. Ach. Oh je, das. Was kann das denn sein? Das wissen wir nicht. Lukas, was ist hier los? Wir haben Picknick gemacht und mein Bruder ist weggegangen zu meinem Opa. Und ich wollte hinterher. Und dann konntest du gar nicht mehr weiterlaufen. Okay, hast du mehrmals schon übergeben? Das habe ich schon geleistet. Stabile Seitenlage. Haben Sie alles? Der hat sich übergeben müssen. Ne? Pass mal auf, mir wird das jetzt so heikel. Wo ist denn der Paul? Schatz, wo ist der Paul? Ich weiß nicht, ich habe ihn ja nicht gefunden. Wie, das heißt? Pass auf, mir wird das jetzt hier nichts. Du musst bitte RTW, NRF, Suchtrupp, Polizei. Ja, bestellst du das mal bitte kurz ja. Nach. Was habt ihr gegessen?
Ein Salat vielleicht, sonst nichts. Was für Salat? Wir haben doch heute Spaghetti gegessen. Ja, Mia hat was gemacht. Was hat Mia denn gemacht? Gekocht? Salat, ja. Ich weiß nicht mehr, gut, was dann können Salat wir jetzt nicht, das können wir nicht hier aufgehen. Fühlst du dich in der Lage, mit uns gestützt zum Auto zu gehen? Dann würden wir dich da weiter versorgen. Ich versuch's, ja. Damit steht nicht nur der Verdacht der Schweinegrippe im Raum. Möglicherweise hat die 8-jährige Schwester der Brüder bei der Zubereitung des Picknicks ungenießbare oder sogar giftige Zutaten ins Essen gemischt. Die Sorge um den vermissten Paul wächst. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Wie geht's dir, Lukas? Ich habe auch schon bei deinem Vater angerufen, da ist er auch nicht aufgekreuzt. Ich habe mir natürlich große Sorgen um den jungen Mann gemacht, weil wir gar nicht wussten, ist es jetzt von dem Ferkelchen eine Krankheitsübertragung gewesen oder was hat er konsumiert, das ihn zu so einem Zustand gebracht hat. Wie sieht's mit dir da aus? Ich nehme das Schweinchen mit, wir machen eine Blutprobe, wir machen eine Kotprobe, wir untersuchen das. Ja, Mia, du brauchst ja auch keine Sorgen zu machen. Ich melde mich bei euch, ja? Kümmert euch erstmal um die Kids. Während der Vater die Suche nach Paul fortsetzt, muss der 14-jährige Lukas in Begleitung seiner Mutter aufgrund seiner akuten Vergiftungssymptome umgehend in die Klinik gebracht werden. Dort informiert Karin Kippels den diensthabenden Arzt Alexander Klaas über den besorgniserregenden Verdacht. Ich kann nicht ausschließen, dass irgendwas vom Schwein übergegangen ist. Aber das muss der Veterinär dir jetzt noch sagen. Okay, das werden wir auf jeden Fall sehen. Also Luft bekommen Sie genug. Und Sie wissen auch noch, wer Sie sind und wo Sie sind. Wo sind Sie? Krankenhaus. Okay, alles klar. Gut, dann machen wir als erstes, wir werden Sie jetzt erstmal dort rüber lagern. Die Kollegen vom Rettungsdienst brachten uns heute in die Notaufnahme einen jungen Mann. Er war vom Allgemeinzustand dekompensiert, das heißt, es ging ihm sehr schlecht. Genau, machen wir jemanden Schritte dran. Ich kann mal hier ran, nicht erschrecken, ja? Ich werde Ihnen jetzt erstmal den Nacken etwas dehnen. Tut das weh? Bisschen nicht stark. Tut nicht weh? Okay. Nacken ist auch nicht steif. Blinddarm haben Sie auch noch, so wie ich sehe. Ich sehe hier keine Narbe. Okay, gut. Ultraschall ist fertig? Ja. Ich werde jetzt erstmal seinen Bauch untersuchen. Ja. Nicht, dass es eine Appendizitis ist und der Blinddarm, dass der Blinddarm akut entzündet ist. Das kann mitunter dazu führen, dass er in solch einem Zustand ist. Mithilfe des Ultraschalls kann Alexander Klaas sowohl einen entzündeten Blinddarm als auch innere Blutungen und unerklärliche Flüssigkeitsansammlungen ausschließen. Möglicherweise steht Lukas Erkrankung gar nicht in Zusammenhang mit der des Hausschweins. Im Magenbereich sehe ich jetzt auf jeden Fall nichts Außergewöhnliches. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir hatten ja Blut, hatten wir. Mhm, das habe ich abgenommen. Das ist im Labor, genau. Ja, ich würde vorsichtshalber vielleicht noch mal Blut abnehmen und da eine Mibi rausschicken. Mhm. Nicht, dass da, ich weiß nicht, irgendwas. Blutergebnisse werden die mehr sagen? Blutergebnisse werden auf jeden Fall mehr sagen. Da schaue ich besonders auf die Entzündungsparameter. Aber das kann jetzt mitunter 20 bis 30 Minuten dauern. Das müssen wir auf jeden Fall abwarten, ja? Mein anderer Sohn ist auch verschwunden und irgendwas stimmt doch da nicht. Das hat doch bestimmt irgendwas mit dem Schwein zu tun. Es war natürlich zu beachten, dass es auch dem Hausschwein genauso wie meinen Patienten nicht gut ging. Es konnte durchaus einen Zusammenhang geben, zum Beispiel wenn die das gleich gegessen haben. Aber dass jetzt eine mögliche Schweinegrippe für die Ursachen der Symptomatik meines Patienten als Ursache zu nehmen sind, das halte ich für ausgeschlossen. Also die Vitalparameter sind stabil. Ja. Herzfrequenz ist in Ordnung, der Blutdruck ist in Ordnung, die Sättigung ist in Ordnung. Was mir Sorgen bereitet, ist natürlich, dass er etwas schläfrig ist und dass er etwas verlangsamt ist. Ihm fehlt offenbar Kraft. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Die Bauchschmerzen, die werden wir weiter abklären. Und wir warten jetzt tatsächlich die Blutergebnisse ab. Dort werde ich sehen, ob vielleicht doch eine Entzündung im Körper ist oder nicht. Mein Sohn hat auch gesagt, er hat irgendwas gegessen im Park. Kann es vielleicht auch damit zusammenhängen? Natürlich. Also ich vermute, dass es entweder Drogenmissbrauch ist. Nein, Drogenmissbrauch. Er hat auch meine kleine Tochter aufgepasst. Ja gut, also, aber welcher Jugendliche sagt schon seiner Mutter, dass er Drogen konsumiert? Nein, auf keinen Fall. Also das ist das Erste. Das Zweite, dass er eine Unverträglichkeit hat, deswegen diese Oberbauchschmerzen. Das Dritte wäre eben eine Lebensmittelvergiftung. Was genau wurde gegessen und wo kam das her? Also wir haben heute Spaghetti gegessen, uns geht's allen gut, es kann nicht daran gelegen haben, aber irgendwas hast du doch heute bei mir gegessen. Was gab's denn noch dazu? Mir hat Salat gemacht. Salat? Und wo kam der Salat her? Wo hat der den Salat her? Ich weiß nicht, mir hat den gemacht. Ich müsste wissen, was er zu sich genommen hat. Okay, ja? das kann ich herausfinden. Und ob es den anderen Personen auch ähnlich geht wie ihm. Ja? Meinen anderen Sohn suche ich noch. Ich würde dann eben einmal telefonieren. Ja? Bitte schnell. Ich komm gleich wieder. Tschüss. Alles klar. Danke. Helen kontaktiert sofort ihren Mann, der gemeinsam mit den Rettungskräften vergeblich nach Paul sucht.
Da die 35-Jährige für ihre Kinder definitiv keinen Salat zubereitet hat, ist die Frage, was diese zu sich genommen haben. Eine Lebensmittelvergiftung könnte lebensbedrohlich sein. Das sind jetzt die Sachen, die die Kinder gegessen haben, offensichtlich. Ja. Okay, das, also, mir, ja, das Schwein, was, denn, was war was mit dem Schwein? Gegessen? Oder was hat Rudi gegessen? Ja, Rudi hat das auch gegessen. Die Bohnen? Ja. Oder? Und wo kommt das Essen jetzt überhaupt her? Aus dem Garten. Aus eurem Garten? Ja. Sind die Bohnen roh? Das sind doch nur grüne Bohnen. Ja, aber die sind roh. Also bei Bohnen ist halt das Problem, dass die schon mal Giftstoffe aussondern, wenn man die nicht kocht. Mia, hast du die Bohnen gekocht vorher? Nein. Nee, ne? Wenn es um Lebensmittelvergiftung geht, dann denken viele immer an tierische Produkte, also hauptsächlich Fleisch, verdorbenes Fleisch. Es ist aber so, dass man tatsächlich auch bei Gemüse sich ganz schwer vergiften kann. Und zwar nicht nur bei dem häufigsten Fall der Kartoffel, sondern eben auch wie in diesem Fall dann bei Grünbohnen. Wie giftig, wie gefährlich kann das denn sein? Ja, also, das ist von bis, je nach Grad der Reife und so. Aber wenn das wirklich davon kommt, ich würde die Kollegen im Krankenhaus mal einmal anrufen, ja, dass die auf jeden Fall Bescheid wissen. 6:30 war Schockraumdurchfall, glaube ich. Mhm, richtig. Ja, hi, der Yannick hier vom RTW. Ich wollte euch mal eben informieren, wir sind hier mit in den Park gerufen worden. Da müsstet ihr einen Patienten bekommen haben. Lukas Wirz. Lukas Wirz. Genau, ja. Und jetzt haben wir hier gerade festgestellt, dass der vermutlich rohe Bohnen verzehrt hat, dass da dann eventuell die Vergiftungserscheinungen herkommen. Okay. Nee, ist das auf jeden Fall schon mal eine wichtige Info. Und ja, wenn ich noch Fragen habe, dann rufe ich an. Wenn dir irgendwas Neues einfällt, bitte sofort anrufen. Danke. Ich habe eine Information von meinem Kollegen bekommen. Und zwar, die haben rohe Bohnen gegessen. Und da muss ich direkt einhaken, ist bei Ihnen in der Familie Favismus bekannt? Das ist so, das ist, hat mit dem Blut zu tun. Es ist nichts in der Familie, irgendwas mit Blutkrankheit oder Anämie oder sowas zu tun. Rohe Bohnen, meine Tochter weiß nicht, dass man die vorher kochen muss. Es ist immer ratsam, Gemüse abzukochen, denn manche Personen vertragen es besser oder einige vertragen es weniger gut. Man kann sich das so vorstellen, dass wenn man Gemüse kocht, dass die Eiweiße denaturiert werden, das heißt, sie verklumpen und sind weniger schädlich für den menschlichen Organismus. Die Blutergebnisse. Ich schaue hier auf die Entzündungsparameter. Erstmal Anämie. Anämisch ist er nicht. Das heißt, mit dem Blut scheint alles in Ordnung zu sein. Er hat jetzt nicht zu wenig Blutkörperchen oder so. Das wäre meine Vermutung wegen diesem Favismus. Die Entzündungswerte. CRP ist im Normbereich. PCT ist im Normbereich. Keine Leukozytose. Bedeutet, übersetzt, es liegt keine Entzündung im Körper ihres Sohnes vor. Trotzdem macht er mir Sorgen. Bei meinem jungen Patienten dachte ich als Erstdiagnose natürlich an Favismus, da er vorher rohe Bohnen gegessen hatte. Und diese können unter anderem schwere Bauchschmerzen verursachen. Allerdings war es so, dass bei dem sogenannten Favismus bestimmte Werte, wie zum Beispiel das Hämoglobin, minderwertig da sein müssen, also die sind erniedrigt. Das war bei diesem Patienten aber nicht der Fall, daher musste ich Favismus streichen. Jetzt galt es herauszufinden, woran leidet der Junge, und wir mussten auf jeden Fall aufgrund der starken Verschlechterung seines Allgemeinzustandes die Therapie möglichst schnell beginnen. Wir waren also praktisch wieder am Anfang der Therapie.